Alles klar? Die geht hier, okay. Es ist ja so kalt. Na los. Wird es wehtun? Nein. Versprichst du mir das? Nein. Los, spring. Da! Hey, okay, jetzt werde ich mal langsam die Rakete zünden. Und ihr müsst mich noch liken, nicht vergessen. Ja, nicht vergessen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hör auf zu schreien! Oh mein Gott! Wow! Ach du meine Güte! Es geht mir gut! Nuken Turk! Und jetzt vollen Bro-Einsatz bei Captain Man und Kid Danger! Ich bin nicht Captain Man, ich bin Frankini! Unwichtig! Hilf mir beim Kämpfen! Hinter dir! Würdet ihr euch bitte mal beeilen? Da! Jetzt mach schon, Frankini! Ich meine, mich! Alles okay? Jetzt den da! Na los! Los, mehr Schwung! Na los! Mach Platz! Da! Na los, Kid! Hau drauf! Sehr gut, Kid! Hey, pass auf! Vorsicht! Ja, klasse! Gut so! Ja, Hyperbeweglichkeit! Technisches K.O.! Ja, geschafft, geschafft, geschafft! Ja! Hey, da, siehst du ihn? Der Süße mit der blauen Jacke? Ja, ich sehe den Typ. Ach, ist er nicht süß? Kann ich nicht beurteilen. Oh, glaub mir, er ist super süß. Okay, alles klar. Junge, blaue Jacke, super süß, bring wir es hinter uns. Okay, Moment. Wieso, was? Keine Veränderung, halt still und sei bitte leise. Was, aber was soll der Quatsch? Na, wenn Jackson mein Freund wird, soll er doch später nicht glauben, dass mein Bruder mir mein Handy wegnehmen wollte. Aber ich bin, was ist mit... Ja, okay, ich verstehe. Fertig? Jetzt bück dich. Wieso soll ich... Weil ich's gesagt hab, hörst du? Ja, Mom, die Blumen sind für dich. Aber wofür denn? Ach, einfach nur so. Nun sag schon, was ist los? Für die tollste Mom. Du bist ein perfekter Sohn. So, okay. Du siehst sehr gut aus. Ja, das glaube ich auch. Denk an die Animation. Wie hast du das gemacht? Das erzähle ich dir später und jetzt versteck dich. Na los! Hey, was? Deine Mom hat einen neuen Wagen? Und er hat ein Schiebedach? Tatsächlich? Oh, wie super toll. Und wenn man es aufschiebt, sieht man den Himmel? Ist das wahr? Hey, gib mir das Telefon! Was? Oh nein! Ja. Nein, das glaube ich jetzt nicht! Hilfe! Ah. Dieser Fiesling hat mein Telefon! Hey, warte mal! Gib mir das Telefon! Oh. Hey, du Waschlappen! Was ist das hier für eine Aktion? Oh, bitte nicht! Hier, dein Telefon, Kleines. Toll, ich danke Ihnen vielmals. Das ist in deiner Animation nicht vorgekommen. Ja, das wusste ich, Drax. Ja, bei der Vollverdichtung gibt es Nebenwirkungen, von denen Ray gar nicht betroffen ist. Zum Beispiel eine freakige Monster-Pranke. Ich find's gut, wenn's freakig ist. Also, ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich rufe jetzt die Polizei. Ah! Hilfe! In meinem Labor ist ein Verrückter! Was ist passiert?
Oh, ich hab Schmerzen, denke ich. Wer ist das? Das bin ich. Vor 28 Jahren. Also, ich war ja echt süß. Dein kleines Du sollte lieber schnell verschwinden. Genau. Du musst Drax im Auge behalten. Kein Problem. Komm, mein Hübscher. Was? Hübscher? Was soll das? Keine Angst, wir sind verwandt. Was? Halt die Klappe. Mich im Auge behalten? Ich werde dich gleich mal zerquetschen. Und wenn dein Süßer zurückkommt, werde ich ihn fertig machen. Erstens stellen wir mal klar, dass wir zwei nur Kollegen sind. Und zweitens, mein Freund, solltest du mal lieber nicht vergessen, dass ich dich beim letzten Kampf verprügelt habe. Wenn du willst, kann ich dir sehr gern das Video zeigen. Schlecht, ich habe kein WLAN. Alter, es ist 1989. Ja, und? Noch kein Internet. Ja, aber weißt du, was damals schon existiert hat? Was? Fäuste! Au, 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 au! Hey, Unzerstörbarkeit überall. Tut mir leid. Ja, ich bin vielleicht langsamer, aber dafür bist du nicht unzerstörbar. Richtig, aber ich bin's. Alles okay, Kid? Ich hab ihn im Auge behalten. Ja! Mach schon, Ray. Ray, was hast du? Was ist los? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Es geht mir... Oh nein, das tut so... Aber keine Angst. Gleich lässt der Schmerz nach. Jede Sekunde... Nein, der ist gebrochen. Ich hab einen gebrochenen Arm. Oh nein, dann bist du ein gebrochener Mann. Aber Ray, der ist nicht gebrochen. Du bist unzerstörbar. Nein, jetzt nicht mehr. Was? Das ist der Tag, an dem ich als 8-Jähriger vollverdichtet werden sollte. Ray? Keine Sorge. Ich weiß genau, was wir tun. So, okay, Drax. Geh zur Seite, denn ich will unter den Vollverdichter gehen und mich wieder unzerstörbar machen. Nein! Ich weiß doch nicht, was wir tun. Was? Ich kann dir gerne das Level zeigen, wenn du willst. Oh, hi. Na, wie geht's, Gorilla? Gut. Billy, hilf Captain Man und Kid Danger doch einmal, ihre Handys auf Flugmodus umzustellen. Ah. Oh, hey, wow. Hallo, hey, Alter, das ist aber mein Telefon, okay? Freund. Okay. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, Flugmodus ist unter Einstellungen. Hey, kannst du Faust buchstabieren? Also W? Oh. Nein! Schnappt sie! Na los, schnappt sie euch! Schnappt sie! Wir verschwinden! Wie kannst du es wagen, mein Gesicht zu berühren? Hey, ihr Flaschen, lauft ihr etwa weg? Nein, wir springen weg! Nein! Und siehst du? Jetzt haben wir den Doktor besiegt. Mal wieder. Da irrst du dich, weil das hier der letzte Fallschirm ist. Attacke!
Er hat seinen Schirm fallen lassen. Yep. Da fliegt er nun. Ich wette, er landet auf... Hey! Der letzte Fallschirm, wieso kriegst du den? Den teilen wir uns. Wollen wir tanzen? Und... 5, 6, 7, 8 und aus Fallschritt! Oh nein! Captain Man und Kid Danger, los, haltet sie auf! Die drei Tänzer sind Mignettes Schläger. Okay. Schläger? I just do me, you do you. Es tut mir leid, der Doktor ist beschäftigt, okay? Das ist ja wirklich blöd, denn irgendwie ist da was an meiner Hand. Was denn? Deine Visage! Dein Konzert wird abgebrochen, Double G! Hey, halt doch mal still! Jungs, Mignette richtet irgendwas auf Dab. Entschuldige bitte. Ja? Du hast eine Kreuzfahrt gewonnen. Echt? Wohin? Na, aufs Meer. Wow. So weit, wie du willst. Und welches Meer? Also eins von den ganz, ganz großen. Oh, ich hab dich mit jemandem verwechselt. Bye. Nimm Abschied von deiner Stimme! Mein Ding! Wo ist es denn? Captain Man und Kid Danger, Mignettes Waffe liegt hinter euch auf der Bühne. Was? Wo soll die Waffe noch mal liegen? Auf dem Boden! Da, Kid, da! In die Vorbrennung! We can't do it like me! We can't do it like I do! Los auf den Weg! Achtung, die Sieben bereit machen! Dr. Mignac! Hey, Matt, wer bist du denn? Dr. Horatio T. Mignac! Was hat denn der Typ da zu suchen? Ich hab keine Ahnung, also, sagen Sie es mir! Wenn du ein Selfie willst, ist das jetzt wirklich schlecht! Was willst du denn von mir? Kenzie, schnapp es dir! Ich hab es! Und was soll ich jetzt damit anfangen? Feuer auf Mignac! Ja, ist gut, aber ich hab sowas noch nie Hudson, fang auf! Ich bin ganz gefangen von deiner Show. Und nun zum Schluss das Neueste aus der Swellview High School. Das berühmte Bad Girl Miss Spilsky ist vor 2 Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden. Aber sie ist schon wieder ganz kräftig dabei, Ärger zu machen. Ja, das ist wahr, Trent. Genau so ist es. Unser Highschool-Informant sagt, es gibt eine Prügelei, die sich wirklich sehen lassen kann. Und Bish hat sich ganz fest vorgenommen, ein Mädchen mit dem Namen Charlotte zu verprügeln. Kurz vor Unterrichtsbeginn am Montagmorgen.
Wow. Oh. Aber ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen, wenn ich nicht kämpfen will. Naja, ich bin bewusst schon klar. Hey, keine Sorge, denn ich habe hier nur für dich die besten Personal-Kampftrainer engagiert, die völlig umsonst arbeiten. Und, wer sind die Typen denn? Das ist Sensei Juke, ein mehrfach hochdiplomierter Schwarzgurtträger in Partei und Kinwa. Und dieser Herr hier ist Harley Birch. Der Mann sieht nicht so fit aus, aber er kann's, auch wenn er schwabbelig ist. Was ist denn das hier? Das sind meine Autoschlüssel. Ich steck sie mir wieder in meinen Schwabbel. Und, wer ist der Mann? Tja, das ist Kevin. Kevin ist... Au! Das sollst du erst machen, wenn ich leg los sage! Ich... Der Au! Schluss damit! Schluss damit! Das zweite auf... Stopp! Auf. Kevin ist ein Straßenkämpfer. Und er setzt alle Dinge und Objekte ein, die er auf der Straße findet. Dinge und Objekte sind, glaube ich, dasselbe. Hey, nun sei nicht immer so ein Klugscheißer. Wow, sorry. Also, wir müssen alle zusammenarbeiten. Dann wird diese Biene eine richtig super tolle Kampfmaschine. Aber ich will doch Musik. Überhaupt... Das ist mein Love-Mix. Ich mach was anderes. Ein Pop-Zusammenschnitt, okay? So werden mir die Augen verbunden. Na, damit du nicht super schnell reagierst. Und eins, und zwei, und Anspannung, und Kick. Ja! Und los! Ja. Gut! Lasse! Alles gut? Nein. Alles gut. Sieben. Okay. Ha! Angriff! Ja. Gefällt dir? Zwei! Nein, ich habe wirklich keine Lust mehr. Ja! Das war sehr gut. Wow, ich glaub's einfach nicht. Ich kann wirklich kämpfen. Oh ja. Ja, aber nun zeig uns, wie du gegen die da kämpfst. Du kannst jetzt die Musik ausmachen. Eine Schüssel Popcorn vor sich. Popcorn? Hey, Popcorn heißt das. Moment. Bevor wir uns das ansehen, möchte ich noch sagen, dass das nicht möglich wäre ohne mich. Jetzt hör auf anzugeben. Hey, setz dich hin. Okay, jetzt kommt der Cartoon. Es beginnt. Dupti-dupti-du. Ich bin Kid Danger und ich gehe jetzt mit meinem Beutel Orangen in die Kirche. Ich höre mich ja wie ein Mädchen an. Und wieso trägst du Orangen spazieren? Wer seid ihr? Wer seid ihr denn? Maul halten! Na los, jetzt machen wir Kid Danger fertig, okay? Au! Au! Lass mich los! Hilfe! Captain Man! Ach, bitte rette mich! Sowas würdest du niemals sagen. Ich hab noch niemals an meinem Daumen gelutscht. Sympathisch ist mir bis jetzt nur der Beutel Orangen. Stopp, jetzt kommt meine Figur. Nuckel nicht am Dom, denn jetzt werd ich kommen. Hey, lasst sie in Ruhe. Okay, erstens fliege ich nicht und zweitens habe ich auf meinem Kopf ganz bestimmt keinen Propeller. Oh nein. Natürlich, oh nein.
Ihr werdet sehen, was ihr davon habt, ihr Trottel, hier meinen Kid Danger zu attackieren. Frösche! Seit wann kannst du fliegende Frösche zaubern? Kann ich gar nicht. Ist alles okay, mein Boy Danger? Boy? Dabei klingst du wie ein Mädchen. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast, Captain Man. Sehr gern geschehen. Aber wie soll ich denn jetzt mein Kirchenobst noch rechtzeitig zum Festival bringen? Ich weiß zwar nicht, wovon du da redest, aber kletter einfach auf meinen Rücken. Es hat sich gelohnt, lohnt. Und jetzt fliegen wir zum Mond, Mond. Ach, das Leben ist schön. Okay, tut mir leid, aber das ist der schlimmste Cartoon, den ich jemals gesehen das habe. Das ist doch echt furchtbar. Super mies. Frösche sind Vegetarier. Genau. Und die haben ja noch nicht mal das Obst zum Festival gebracht. Ja, stimmt. Sie haben es gehört. Wir müssen jetzt alle hier raus. Du siehst wirklich super aus. Okay, Leute, also alle durch den Hinterausgang raus. Was ist mit deinem Arm, Ray? Und was ist mit deinem Gesicht? Guter Gegenschlag. Danke, der war ganz spontan. Ihr beide freut euch zu früh. Ich habe verhindert, dass du voll verdichtet wirst. Und das bedeutet, dass ich hier der Einzige bin, der unzerstörbar ist. Was? Was ist passiert? Dein kleines Du. Ja. Vorsicht, da ist Dr. Nachtnacht. Doktor... Nein, nein, ich bin Captain Man. Ich hab nie Medizin. Captain Man! Jetzt stell ihn doch mal bitte unter den Vollverdichter und bedien den Hebel. Und mach dir keine Sorgen um mich. Oh doch, er sollte sich schon Sorgen um dich machen. Sekunde. Wo ist denn meine Faust hin, Leute? Da ist sie doch. Oh. Ach ja. Okay, komm her. Du gehst jetzt unter die Maschine und wir werden dich dann mit Strahlen bearbeiten. Nein, nein, lauf nicht weg! Daddy. Hier! Das ist wirklich wichtig. Wir müssen das unbedingt machen. Jetzt hör auf, dich zu wehren und zieh das durch. Du musst jetzt mein kleines Ich in den Vollverdichter stellen! Ich weiß nicht, ob ich die Zeitmaschine wirklich in den Griff kriege. Wir müssen die beiden zurückholen, und zwar sofort. Aber sie sind doch längst noch nicht fertig. Ja, wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, schaffen wir es vielleicht nie mehr. Wir ziehen das jetzt durch. Hey, mein Polunder wird ja ganz glitzerig. Ich mach gerade einen Superhelden aus dir. Komm her. Na komm schon. Komm her! Na, wie sieht's aus? Geht's dir gut? Ja, alles super. Oh! Hey! Das hat kaum wehgetan! Captain Man, wie geht's dir? Nur zwei Buchstaben. O. K. Schade, Drax. Tja, Captain Man ist wieder unzerstörbar geworden. Ja, und zwar überall. Ich ebenfalls. Oh, bitte nicht, Captain Man, links von dir! Das war gut, Piper. Jetzt du! Kid Danger, er steht vor dir! Schnapp ihn dir! Ich hab ihn! Ich hab... Kid und Ray müssen uns hören! Schalt alles ein! Oh,
Henry, hinter dir! Jetzt könnt ihr ihn fertig machen! Kinnhaken, Kinnhaken, unbedingt Kinnhaken! Bitte nicht alle durcheinander! Kid, wo ist Heather? Keine Ahnung, ich bin blind! Captain Man, Kid Danger, ich hab Heather, ihr müsst meiner Stimme folgen! Gut! Die Puppen bekleiden! Nein, ich gefälligst nicht an! Gleich trifft er dich, Kid! Ja, wie gesagt. Lester! Was? Meine Hocker und Juwelen! Was ist denn da? Ich sagte, dass ich ihn klaue. Hey, ich hab vom Fotografen die Kamera. Henry, schnell, nach rechts, fotografier die beiden. Okay, ja, beide fotografieren. Oh Gott, alles klar. Es hat funktioniert. Und was jetzt? Jetzt werden wir uns den Diamanten schnappen. Ja, wenn ihr mich findet, lieber Freunde. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Okay. Also so. Hey, da ist sie ja! Nein, das bin ich! Heather? Hey! Komm her, komm her, komm her! Los, gib mal einen Ton von dir! Ja, okay! Quatsch doch nicht du! Ach, du verstehst doch gar nichts! Jetzt weiß ich hey, nicht. Hey, hey! Na los, nimm mir den Stein weg! Nein, nein, lass da ist sie! Halt das nein, der gehört euch nicht! Ich will den Stein! Ja. Ja, hast du ihn? Ja, hier ist er! Okay. Gut, jetzt hör auf zu zappeln! Das ist Heather Bogart! Verhaften Sie sie! Hier ist sie, Männer! Ja. Das ist noch nicht zu Ende! Ich komm wieder und hol den Neil Diamond! Tja, du hast ja, ja, viel verloren. Vergnügen im bye, Knast bye. Und du bist gar keine Sportlerin! Was habt ihr beide hier gemacht? Wisst ihr das eigentlich? Ja. Wir zwei haben den Neil Diamond gerettet. Ja, hier, bitte. Komm mit, Kid Danger. Wir gehen. Ist gut. Oh Gott. Wir gehen da lang. Also einfach wo mir ist nach. Da lang? Okay, ich hab überhaupt keine Ahnung. Einfach an mir.